Hallo, ich bin Stefanie Arendt und ich bin Ambassador für Lululemon in Köln. Ich bin mehrfache Buchautorin, Yoga-Ausbilderin und Ernährungsberaterin und mein Herzens-Yoga ist Yin-Yoga und deshalb möchte ich dich gerne heute mitnehmen auf eine kleine Reise durch eine Yin-Yoga-Sequenz. Wenn du Yin-Yoga noch nicht kennst, das ist ein ganz passiver Yoga-Stil und hier halten wir die Positionen alle ein bisschen länger und du lässt dich einfach hineinsinken. Das heißt, du hast keine Muskelspannung, du bleibst ganz passiv und arbeitest mit der Schwerkraft. Zu Beginn geht's los mit einer Energieatmung, dass du dich verbinden kannst mit den Energien der Erde und des Himmels. Wir haben gerade eine recht unruhige Zeit und viele Menschen sind einfach gerade unsicher, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht in der Zukunft. Und hier finde ich Yin-Yoga und auch diese Atemtechnik sehr schön geeignet, um dich einfach wieder zu verbinden. Du nimmst dazu deine Hände und wenn du einatmest, nimmst du die Hände nach oben, bis sie sich schließen über deinem Kopf. Und in der Ausatmung nimmst du die Hände über dein Herz zu deinem Kraftzentrum im Unterbauch. Lass die Hände hier einen Moment ruhen und in der nächsten Einatmung nimmst du die Hände wieder nach oben und du stellst dir vor, wie du Energie in deinen Händen sammelst. Und in der Ausatmung bring das gesammelte Qi über dein Herz zu deinem Kraftzentrum. Qi ist ein anderer Begriff für Lebensenergie oder Prana. In der Einatmung nimm das Qi auf. In der Ausatmung führe das Qi zu deinem Kraftzentrum. Wenn du möchtest, dann schließ auch gerne deine Augen. Verbinde dich mit der Energie der Erde und mit der Energie des Himmels. Nimm die Energien von Yin und Yang in dir auf. Ganz ruhig den Atem fließen lassen, ohne Anstrengung, ganz natürlich ein und aus. Ein letztes Mal. Lass die Hände dann noch einen Moment auf deinem Unterbauch ruhen und spüre der Energie hier einmal nach. Wenn du die Augen geschlossen hast, dann öffne sie wieder und dann kommen wir in eine Position, die nennt sich halber Schmetterling mit einer Seitbeuge. Als Hilfsmittel wäre es schön, wenn du eine Rolle zur Verfügung hast oder eine Decke und einen Yoga-Block. Und für den halben Schmetterling nimmst du dein linkes Bein zur Seite und das rechte Bein beugst du an. Je nachdem, wie flexibel du bist, brauchst du vielleicht keine Rolle, aber es ist ganz schön, sich mit der Rolle abzustützen, dass du ein bisschen bequemer dich hier polstern kannst und dann nimmst du die Rolle über dein linkes Bein, neigst dich seitlich rüber und kannst den linken Ellbogen hier absetzen und den Kopf ganz entspannt in deiner Hand ablegen. Den rechten Arm lässt du entweder hinter deinem Rücken oder nimmst ihn über deinen Kopf. Oder kannst auch die Hände falten hinter deinem Kopf und den Hinterkopf so ganz entspannt ablegen. So dass du jetzt die rechte Oberkörperseite aufdehnst. Und einfach mal hineinspürst. Wie fühlt sich das jetzt für dich gerade an? Und noch ein kleiner Check-in. Nimmst du deinen Körper jetzt im Moment gerade wahr? Lass den Atem dabei ganz natürlich ein- und ausfließen. Und versuch dich ganz passiv und weich hier einsinken zu lassen in diese Seitbeuge.
und sich auch ein bisschen mehr nach vorne lehnen oder ein bisschen mehr nach hinten verlagern, so wie sich das für dich am angenehmsten anfühlt. Komm dann auf die andere Seite, nimm den rechten Arm wieder zurück und richte dich langsam wieder auf. Und dann streckst du dein rechtes Bein aus und das linke Bein wird angebeugt. Wenn du mit der Rolle gearbeitet hast, dann nimm sie gerne wieder mit dazu über dein rechtes Bein und neig dich jetzt zur rechten Seite. Setz den Ellbogen hier ab und nimm den Kopf ganz entspannt in deine Hand. Und je nach Intensität lässt du den linken Arm entweder hinter deinem Rücken oder für etwas mehr Dehnung nimm den Arm entspannt über den Kopf. Du musst ihn gar nicht ausstrecken, einfach locker lassen. Oder aber du faltest die Hände hinter dem Kopf und legst den Hinterkopf ganz entspannt in deinen Händen ab. Und dann lass dich auch hier ganz entspannt in die Seitbeuge hineinsinken. Eventuell dein Hilfsmittel auch nochmal versetzen, wenn du es vielleicht noch nicht richtig positioniert hast, sodass du ganz passiv werden kannst. Und dann spür auch hier nochmal hinein in deinen Körper, linke und rechte Körperseite. Hast du das Gefühl, du bist recht neutral auf den beiden Seiten? Oder nimmst du eine der beiden Seiten vielleicht intensiver wahr als die andere? Und das ganz ohne irgendetwas zu bewerten, sondern einfach mal nur spüren, was im Moment gerade ist. Und einfach nur wahrnehmen. Ganz ruhige und entspannte Atemzüge. Und dann komm auch auf diese Seite langsam wieder heraus. Nimm die Rolle zur Seite und leg dich für einen kurzen Moment zurück auf den Rücken, um hier nachzuspüren. In der neutralen Position kannst du immer noch mal die Gelegenheit nutzen, den Energien nachzuspüren, die du während des Haltens hier aufgebaut hast. Dann kommst du entweder über die Seite wieder heraus oder du machst dich ganz klein und schaukelst dich wieder zurück nach oben. Und wir kommen entweder in den Schnürsenkel oder in den Schneidersitz. Gerne mit einem Block, dass du auch noch eine Schulterdehnung mit einbauen kannst. Und für den Schnürsenkel kreuzt du das rechte Bein über das linke. Wenn das schwierig ist für dich, dann komm alternativ in den Schneidersitz, entweder so, dass sich die Unterschenkel kreuzen oder so, dass die Fersen voreinander liegen. Dann nimmst du dir den Block oder deine Rolle mit dazu und kreuzt die Arme diagonal. Also wenn dein rechtes Bein jetzt oben ist, nimmst du den linken Arm nach oben und lehnst dich hier nach vorne und lässt dich hier entspannt einsenken. Den Kopf kannst du gerne ablegen auf deinen gekreuzten Armen. Und lässt jetzt den Rücken schön rund werden. Für mich persönlich ist die Yin-Yoga-Praxis immer wieder ein Anker in meinem Alltag, weil sie mich so sehr erdet und so sehr beruhigt. Und schau mal, ob sie dir das Gleiche schenken kann. Dass du dich einfach vertrauensvoll einsinken lässt in die Positionen und das wahrnimmst, was jetzt im Moment gerade ist. Den Atem ganz liebevoll beobachten und gar nicht verändern, einfach nur wahrnehmen.
Auch hier die linke und rechte Seite nochmal im Vergleich spüren. Ganz häufig haben wir auch Unterschiede in den Hüftgelenken. Einfach nur wahrnehmen, was du hier spürst. Dann langsam wieder zurück nach oben und wechsel die Seite. Du nimmst jetzt dein linkes Bein nach oben, wenn du in den Schnürsenkel kommst, oder alternativ in den Schneidersitz, entweder mit den gekreuzten Unterschenkeln oder mit den Fersen voreinander, sodass das linke Bein jetzt vorne ist. Und dann nimmst du deinen Block wieder mit dazu für die Schulterdehnung und kreuzt genau diagonal, also wenn dein linkes Bein jetzt oben ist. Nimmst du den rechten Arm nach oben und lehnst dich wieder nach vorne, sodass du die Ellbogen hier ganz locker ablegen kannst. Den Kopf dann einfach nach vorne sinken lassen. Gerne die Augen schließen, wenn du möchtest. Und versuch dich mal ganz entspannt und passiv in die Position hineinsinken zu lassen. Spüre den Kontakt zur Erde, nimm die Auflagefläche unter dir wahr. Spüre die Kraft von Mutter Erde unter dir. Wenn es dir schwerfällt, dich vertrauensvoll einsinken zu lassen, dann frage dich mal, was dich eigentlich davon abhält, zu vertrauen. Und dann komm wieder heraus aus deiner Position. Löse die Arme und Beine voneinander und komm nochmal kurz in die entspannte Rückenlage zum Nachspüren. Nimm den Qi-Fluss, den Energiefluss jetzt in dir wahr. Und dann komm wieder zurück nach oben, entweder über die Seite oder du schaukelst dich wieder hoch. Und wir kommen noch zu einer schönen Schulterdehnung. Die ist auch wichtig für den Dünndarm und Dickdarmmeridian. Das ist auch ein Thema. Hier geht es auch ums Aufnehmen und ums Loslassen. Und viele Menschen spüren ja auch ihre Last häufig auf den Schultern sitzen. Und dazu nimmst du mal den rechten Arm hinter deinem Rücken. Die Hand nimmst du ein bisschen mehr nach oben. Und dann kannst du mit der linken Hand den rechten Ellbogen greifen und hier halten, ganz sanft. Und lässt den Kopf zur linken Seite sinken. Nicht muskulär nachziehen, sondern einfach nur entspannt sinken lassen. Gerne die Augen schließen, wenn du möchtest. Und dann versuch mal, die Spannung hier im Nacken und in den Schultern einfach gehen zu lassen. Wenn dir das zu anstrengend ist, kannst du den Arm auch einfach nur hinter dem Rücken halten, ohne mit dem Ellbogen nachzuziehen. Hier langsam wieder lösen. Einen kurzen Moment in der Mitte neutralisieren und einfach mal kurz den Unterschied spüren. Linke und rechte Seite des Nackens.
und die Seite dann wechseln. Du nimmst jetzt den linken Arm hinter deinen Rücken, Hand zeigt mehr nach oben Richtung Schulterblätter. Du nimmst die rechte Hand mit dazu, greifst den Ellbogen und dann lässt du den Kopf zur rechten Seite sinken, sodass du jetzt die linke Seite des Nackens hier dehnst. Vielleicht spürst du hier auch einen Unterschied auf den beiden Seiten. Auch das ist nicht ungewöhnlich, dass die eine Seite des Nackens oder der Schultern verspannter ist als die andere. Auch das einfach mal nur liebevoll wahrnehmen, ohne etwas zu bewerten. Und dann schau mal, ob du die Spannung hier gehen lassen kannst. Denn immer wenn du etwas gehen lässt, machst du auch wieder Platz für etwas Neues. Was darf jetzt Neues in dein Leben kommen? Löse das dann langsam wieder aufrichten und die Arme hier lösen. Und einen Moment hier nachspüren, nimm die Hände auf deine Beine. Lass den Kopf gerade und spüre mal im Nackenraum und in den Schultern nach. Okay, dann kommen wir zur gestützten Schulterbrücke. Dazu brauchst du deine Rolle oder wenn du keine Rolle hast, dann kannst du dir einfach eine Decke einrollen und nimmst die Decke oder die Rolle längs auf deine Matte, nimmst dir den Block mit dazu ans untere Fußende, um deine Füße zu stützen und dann setzt du dich ans vordere Ende der Rolle und legst dich so zurück, dass deine Schulterblätter jetzt am oberen Ende der Rolle liegen. Die Beine kannst du ausstrecken, lässt sie tragen vom Block und nimmst die Arme dann nach oben. Entweder neben den Kopf oder ein bisschen mehr zur Seite. Und hier erreichen wir jetzt auch sehr schön den Lungen- und Herzmeridian in den Innenseiten der Arme. Der Lungenmeridian ist gepaart mit dem Dickdarmmeridian. Und der Herzmeridian mit dem Dünndarmmeridian. Beim Lungenmeridian handelt es sich auf der emotionalen Ebene um das Thema Trauer, Traurigkeit. Und beim Dickdarmmeridian um das Thema Loslassen. Auch ein Thema, was viele Menschen im Moment gerade erfahren. Unsicherheit. Versuch jetzt einfach mal, dem Fluss des Lebens zu vertrauen und dich positiv auszurichten. Dein Herz zu öffnen und zu schauen, was jetzt zu dir kommen möchte. Was kannst du in deinem Herzen jetzt wahrnehmen? Verbinde dich auch immer wieder mit deinem Atem. Und nimm wahr, wie dein Atem hier fließt, wenn du den Herzraum ganz weit öffnest. Nimm jetzt die Arme wieder zurück neben deinem Körper. Setz die Füße wieder auf.
Und aktiviere kurz den Beckenboden, bevor du dich wieder zurückdrückst nach oben. Und komm für einen Moment in die Kutscherhaltung. Das heißt, du lässt dich noch einen Moment passiv nach vorne sinken. Rücken rund werden lassen, Kopf ganz entspannt sinken lassen. Richte dich wieder auf und dann kannst du deine Rolle so liegen lassen, wie sie jetzt gerade ist, für eine abschließende Drehung. Und dazu setzt du dich mit der rechten Seite des Beckens vor die Rolle. Die Beine kannst du bequem anbeugen und dann setzt du einmal die Fingerspitzen auf und streckst dich in der Wirbelsäule ein bisschen mehr nach oben und legst dich dann auf der Rolle ab, sodass du hier nochmal in eine Drehung kommst. Entweder nimmst du die Stirn auf deine Hände, dass der Kopf gerade bleibt. Wenn du etwas weniger Rotation haben möchtest in der Halswirbelsäule, dann schau Richtung Knie. Und für etwas mehr Rotation schau zur gegenüberliegenden Seite, also weg von den Knien. Und dann lass dich auch hier nochmal ganz entspannt hineinsinken in die Position. Gib dein Gewicht ab an die Hilfsmittel, an den Boden und fühl dich getragen von Mutter Erde. Ruhige, natürliche Atemzüge. Dann komm auch hier langsam wieder zurück nach oben und dreh dich einfach mit deinen Knien, sodass sie jetzt zur anderen Seite zeigen, Beine wieder bequem anbeugen, setz die Fingerspitzen auf, drückst dich nochmal nach oben und kommst mit langer Wirbelsäule wieder zurück auf die Rolle. Kopf entweder gerade nehmen zu den Händen oder je nach Intensität Richtung Knie schauen oder weg von den Knien. Und dann lass dich hier wieder ganz passiv einsenken. Du gibst dein Gewicht ab an deine Rolle oder an deine Decke. Und lass dich vertrauensvoll wieder tragen von Mutter Erde. Fühl dich getragen vom Fluss des Lebens. Vertraue, dass dich dieser Fluss in eine positive Richtung trägt. Vertraue, dass du behütet bist. Und dass du geführt wirst. Komm dann langsam wieder zurück nach oben. Nimm die Rolle nochmal zur Seite und leg dich für einen Moment wieder zurück auf den Rücken, um nachzuspüren.
Spüre, wie die Energien durch deinen Körper fließen. Lass den Atem ganz ruhig ein- und ausfließen. Und lass jetzt mal ein Gefühl der Dankbarkeit entstehen. Dankbarkeit für deinen wundervollen Körper, der deiner wunderschönen Seele ein Zuhause gibt. Behandle deinen Körper liebevoll und respektvoll, so wie er es verdient. Nimm jetzt die Hände zusammen in die Gebetsposition Anjali Mudra und setz die Daumenglieder oder Daumenspitzen auf deinem Stirnchakra ab. Setz die Füße auf, Matten weit geöffnet und lass die Knie zueinander senken. Und verweile noch einen Moment in der Entspannungspose. Und dieses Mudra kann dir Zugang geben zu deinem inneren Sehen. Dieser sanfte Druck, der auf dein Stirnchakra ausgeübt wird, kann auch einen sehr entspannenden Effekt haben. Und dann komm noch einmal zurück nach oben. Ich möchte gerne mit einer kleinen Meditation mit dir abschließen und dazu kommst du in einen aufgerichteten, bequemen Sitz. Wenn du möchtest, schließt du deine Augen und lässt die Schultern ganz entspannt sinken. Lass den Atem ganz ruhig und mühelos ein- und ausfließen. Die Gedanken zur Ruhe kommen lassen, sodass du dich jetzt auf eine Farbe fokussieren kannst, die dir im Moment gerade Kraft gibt. Nimm dabei die erste Farbe, die dir in den Sinn kommt. Und dann stell dir vor, wie in genau dieser Farbe vor dir eine Lichtsäule entsteht. Du machst gedanklich einen Schritt nach vorne und stellst dich in diese schützende Lichtsäule hinein. Die Lichtsäule verbindet dich einerseits mit der Kraft der Erde, und andererseits mit der Energie des Himmels. In dieser Lichtsäule bist du vollkommen geschützt und ganz in deiner Kraft. Diese Lichtsäule kannst du auch in deinem Alltag jederzeit herbeirufen, wenn du das Bedürfnis nach zusätzlichem Schutz hast. Bedanke dich dann innerlich beim Universum dafür, dass es dich mit diesem Schutz ausstattet und so gut für dich sorgt. Nimm jetzt deine Hände vor dein Herz in die Gebetshaltung Anjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir jetzt diese Zeit für deine Yin-Praxis geschenkt hast. Schenk dir selbst dazu ein Lächeln. Namaste. Dankeschön. Dankeschön dafür, dass du deine Praxis mit mir geteilt hast, dass du dein Immunsystem durch diese Sequenz ein bisschen stärken konntest.
dass du dich wieder runterfahren konntest und hoffentlich neue Kraft aus diesen Übungen schöpfen konntest. Vielen Dank, dass ich dich begleiten durfte an deiner Yin-Yoga-Praxis. Und wenn du mehr erfahren möchtest, dann folge mir gerne auf Social Media, auf meinem YouTube-Kanal, auf Facebook oder auf Instagram. Und dann freue ich mich, wenn wir uns irgendwann vielleicht mal wieder begegnen. Alles Liebe, bleib gesund, Namaste.